Hallo und herzlich willkommen bei Frauchen gesucht im Tierheim Gießen. Ich möchte Ihnen heute noch einmal Fanny vorstellen. Vor einigen Wochen hatten wir einen Film gedreht über Fanny und Drago. Zwei 5 Jahre alte rumänische Hunde aus dem Tierschutz. Sehr ängstlich, überhaupt keine Menschen gewöhnt. Sie haben bei uns zunächst erstmal nur auf einem Auslauf gelebt und kein Mensch konnte sich ihnen nähern. Und jetzt möchte ich Ihnen zeigen, was Fanny schon für tolle Fortschritte gemacht hat. Sie wird heute noch nicht einmal von ihrer persönlichen Hundebegleiterin vorgestellt, sondern einem Hundebegleiter, den sie nur so halbwegs kennt. Und ich finde, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Sie läuft schon recht gut an lockerer Leine mit ihm, vertraut ihm schon etwas. Wir können auch mit ihr an der Straße entlang gehen. Sie hat keine Panik mehr, wenn Jogger oder Fußgänger vorbeigehen. Und es ist wirklich insgesamt hervorragend zu sehen, dass der Hund langsam auf den Menschen zugehen kann. Und jetzt, denke ich, sind wir an einem Punkt angekommen, wo Fanny vielleicht schon vermittelt werden sollte, weil natürlich zu Hause, wenn jemand vielleicht nicht berufstätig ist, jemand mehr Zeit hat, um sich um dieses Hundchen zu kümmern und es mehr noch in die Welt zu bringen. Natürlich wird Fanny kein Stadthund, das wird sie niemals. Aber sie ist auf dem besten Weg, ein Hund zu werden, der gut auf dem Land leben kann. Würde mich sehr freuen, wenn ich ein Interesse finden würde bei einem Menschen, der Zeit hat, sich um einen solchen etwas schwierigen Hund zu kümmern. Rufen Sie uns an, schicken Sie uns eine Mail oder schauen Sie doch einfach zu den Öffnungszeiten Mittwoch, Freitag oder Samstag bei uns herein. Ich würde mich sehr freuen. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.